Die Traumdestination vieler Touristen. Kapstadt. So europäisch wie kaum eine Stadt in Südafrika. Doch hinter dem Tafelberg, in den sogenannten Cape Flats, herrscht Krieg. Gangs terrorisieren die Bevölkerung. Viele entschuldigen diese Gewalt der Gegenwart mit dem Trauma der Vergangenheit und schieben die Verantwortung der Regierung zu. Es ist höchste Zeit, dass wir Verantwortung übernehmen. Jeder Gangster hat Eltern. Es liegt an uns, wie wir unsere Kinder erziehen. Wir sollten Gangster nicht glorifizieren. Doch leider geschieht genau das. Wie es auch anders geht, zeigt ein Projekt im Township Langa. Hier leben junge Männer eine Alternative zur kriminellen Karriere. Wir haben einen Ort geschaffen, wo man sich gerne aufhält und wo man sich sicher fühlt. Hier sind alle willkommen. Ich sage allen, die hier auftauchen, du wirst nie weggewiesen. Außer dein Verhalten sollte mich dazu zwingen. Das Township Lavender Hill. Hier bekämpfen sich 6 Gangs. Die Mordrate gehört zu den höchsten in Südafrika. Stanford Hill ist Pastor einer Freikirche und ein Ex-Gangster. Seit 20 Jahren vermittelt er zwischen den Gangs und sorgt dafür, dass ab und zu die Waffen ruhen. Doch heute ist wieder so ein Tag, der ihn beinahe verzweifeln lässt. Was soeben geschah, ist hier an der Tagesordnung. Gerade wurde ein Top-Gangster von der Gang Fast Guns umgebracht. Wir haben ein Friedensabkommen vermittelt und nun wurde trotzdem jemand erschossen. Ja, ich bin traurig. Spannung liegt in der Luft. Der Schock ist spürbar. Der Mann wurde am helllichten Tag erschossen, vor den Augen der Anwohner. Von solchen Morden hört Stanford Hill immer als einer der Ersten. Es gibt wenige, die so gut informiert und vernetzt sind wie er. Er predigt nicht von einer Kanzel, sondern von seinem Auto aus. Auf seinem Handy hat er die Nummern sämtlicher Gangs. Er ruft jenen Gangführer an, dessen Topmann ermordet wurde, und spricht sein Beileid aus. Er sagt, dass er befürchte, dass nun wieder Gewalt ausbrechen wird und dass er wirklich traurig sei, da er den Toten persönlich gekannt habe. Er wolle jedoch kein Drama daraus machen. Man wisse ja, dass er sich für die Gemeinschaft einsetze. Er wolle einfach ein Blutbad verhindern. Der Gangführer beschwichtigt ihn. Man werde das Gespräch suchen. Okay, because nobody owe me, Bruno. Thanks, man. Okay. Wer immer der Täter ist, er wird von seiner Gang für den Mord belohnt. Da es am helllichten Tag geschah, wissen alle, wer es war. Man kann sich nicht verstecken. Die Leute hier wissen, wer abgedrückt hat. Stanford Hill hatte den Mann, der soeben erschossen worden ist, am Tag zuvor gefragt, ob er bereit sei, uns ein Interview zu geben. Nun, da er tot ist, willigt der Gangführer persönlich ein. Ein heikles Unterfangen. Auf dem Weg zu ihm gilt es, verschiedene Späher zu passieren. Stanford Hill genießt in Lavender Hill Spezialrechte. Er wird von allen 6 Gangs respektiert, weil er der Einzige ist, der unermüdlich Vergebung statt Rache predigt und keine Berührungsängste hat. Er sieht die Gangster nicht als Monster, sondern als Menschen. Das Hauptquartier befindet sich in einer Holzhütte in einem Hinterhof. Haschisch, direkt aus einem abgebrochenen Flaschenhals geraucht, beruhigt die angespannten Nerven. Ich rauche vor allem wegen meinen Wunden, sodass ich den Schmerz nicht spüre. Aber sobald die Wirkung des Haschisch nachlässt, kehrt der Schmerz zurück. Heute will der Boss der Gang nichts von Vergebung hören.
Rache ist angesagt. Wir werden die Mörder umbringen. Wie? Vielleicht erschießen wir sie zuerst. Dann begießen wir sie mit 5 Liter Benzin und wir zünden sie an. Wenn ihre Familien sie beerdigen wollen, gibt es keine Verabschiedung am offenen Sarg. Nur ein Foto auf dem Sarg. Und das wird ihnen am meisten wehtun. Das Verbrennen von Mordopfern ist in den Townships auf den Cape Flats eine verbreitete Methode. Wer vom Boss den Befehl zu einer Exekution erhält, führt diesen aus. Denn das Fundament jeder Gang sind Gehorsam und Loyalität. Wer sich einer Gang anschließt und ein Gangster sein will, muss wissen, es gibt nur einen Weg hinein, aber keinen hinaus. Der einzige Weg aus einer Gang ist im Sarg, in dem wir den Toten auf dem Friedhof begraben. Doch ich als Anführer gebe allen eine Chance im Leben. Da Stanford Hill eine solche Institution ist in Lavender Hill, dass alle ihn kennen und die meisten ihn akzeptieren, hat mit seiner Vergangenheit zu tun. Er weiß, wovon er spricht. Stanford Hill war als junger Mann ein Gangmitglied und wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Im Gefängnis wählte er einen der wenigen möglichen Wege aus der Gang hinaus. Er ließ sich zum Priester weihen. Er hat Gott gefunden und seine Berufung. Mit seiner Mutterkirche hat er schon lange nichts mehr zu tun. Er ist freiberuflicher Straßenpfarrer, der nur dank Spenden überlebt. Für seinen Einsatz wurde er von lokalen Organisationen mehrfach ausgezeichnet. So traurig das Ganze ist und so enttäuschend und traumatisch, auch für mich. Die Täter oder die Gangster, wie sie genannt werden, lasse ich nicht im Stich. Ich kehre immer wieder zurück, seit 20 Jahren, und versuche, einen Wandel in meiner Gemeinschaft herbeizuführen. Das ist meine Heimat, das ist mein Volk. Ich lasse nichts unversucht, um einen Weg zu finden. Jede Person verdient nochmals eine Chance. Nicht eine zweite Chance, sondern eine weitere Chance. Auf der anderen Seite des Tafelbergs, einer Seite, die Menschen aus Lavender Hill kaum sehen. Dieser Teil von Kapstadt ist der weißen Minderheit und den Touristen vorbehalten. Ein solch friedliches und angenehmes Leben kann sich nur leisten, wer Geld hat. Kapstadt gehört zu den teuersten Städten Südafrikas. Nirgendwo fühlt es sich so europäisch an wie hier. Es scheint, dass die Stadt schon seit jeher den Weißen gehörte. Doch das war nicht immer so. Im Distrikt 6, am Rande des Geschäftsbezirks, lebten Mitte des letzten Jahrhunderts Menschen verschiedener Ethnien zusammen. Bis in die 60er Jahre bildeten hier rund 60.000 Personen eine Gemeinschaft, die die Kolonialgeschichte Südafrikas widerspiegelte. Einige waren schwarz, andere stammten von ehemaligen malaiischen Sklaven ab oder von indischen Immigranten. Die Apartheid-Regierung institutionalisierte ab 1948 ein absurdes Rassensystem, das jede Person entsprechend ihrer Herkunft oder Hautfarbe einer Kategorie zuwies. Es gab Weiße, Inder, Schwarze und Farbige. Und nirgendwo in Südafrika lebten alle so friedlich zusammen wie hier im Distrikt 6. Es war die Mischung. Verschiedene Menschen, die zusammenlebten. Verschiedene Menschen, die miteinander ausgekommen sind und bewiesen haben, dass das gut geht. Es war eine spontane Bewegung von Menschen, die eine Gemeinschaft bildeten, die zusammenhielt. Jeder hatte seine eigene Religion und befolgte seine eigenen Rituale. Aber im Kern war es eine Gemeinschaft und das zählt für mich. Rückblickend ist dies das Außergewöhnlichste am District 6. Die Apartheid-Regierung sah jedoch kein einmaliges Quartier, sondern ein Horrorszenario von unkontrollierter Rassendurchmischung.
Darum erklärte sie 1966 den Distrikt 6 zu einer Zone, in der zukünftig nur weiße Menschen leben sollten. Viele Häuser wurden zerstört. Bis Mitte der 80er Jahre wurden alle Einwohner hinter den Tafelberg zwangsumgesiedelt und das Quartier wurde neu aufgebaut. Es ist heute eine beliebte Wohngegend und gleichzeitig aufgrund seiner Geschichte zu einer Art Open-Air-Museum geworden. Dennis Kreuwagen will seinen Enkel Fawaz in die Geschichte von Distrikt 6 einführen. Der 65-jährige Journalist ist hier aufgewachsen. Als 10-Jähriger wurde er mit seinen Eltern von hier vertrieben, hinter den Tafelberg. Er nimmt seinen Enkel mit zu seiner früheren Schule, die zusammen mit einer Kirche zum Museum umgebaut wurde, und zeigt ihm, an welcher Straße seine Familie damals wohnte. Ich hatte als Kind ein sorgenfreies Leben. Ich war von meiner ganzen Familie umgeben, meinen Großeltern, meinen Onkeln und Tanten. Und ich fühlte mich sicher. Ich konnte frei herumwandern, sogar in den Geschäftsdistrikt, der für mich fremdes Territorium war. Es war ein angstfreies Leben. Nach den Zwangsumsiedlungen änderte sich alles radikal. Vor allem jene, die als sogenannte Farbige klassifiziert worden waren, entwickelten ein Problem mit ihrer Identität. Im Distrikt 6 waren sie Teil einer kosmopolitischen Gemeinschaft. Danach waren sie nur noch Farbige, ohne eindeutige Wurzeln. Bis heute fühlen sie sich als Außenseiter. Unter den Farbigen existiert viel Selbsthass. Ich kann nicht verstehen, wie es möglich ist, dass in einem Township 5 oder 6 verschiedene Gangs geradezu Freude daran haben, sich gegenseitig zu erschießen. Meiner Meinung nach leiden die Farbigen unter einem Identitätsverlust. Es wird Zeit, dass sie verstehen, wer sie sind. Man kann farbig sein und man kann afrikanisch sein. Mit dem Rauswurf aus Distrikt 6 hat die Apartheid-Regierung Familienbande zerrissen und traditionelle Nachbarschaften aufgelöst. Eine ganze Generation wurde traumatisiert. Und das Trauma hat sich mit der Zeit in Frustration verwandelt. Wer aus den schönsten Teilen von Kapstadt rausgeworfen und in die Cape Flats verpflanzt wird, ist wütend. Ich bin überzeugt, dass das Gangstertum eine direkte Folge der Zwangsumsiedlungen ist. Heute existieren in den Cape Flats zwischen 60 und 130 Gangs. Es gibt schätzungsweise 100.000 Gangmitglieder. Der Kampf um Territorium ist so brutal, dass Kapstadt heute weltweit zu den gefährlichsten Städten zählt. Das Hauptgeschäft der Gangs ist der Drogenhandel. Die Polizei präsentiert stolz beschlagnahmte Ware. Doch was sie verschweigt? Häufig sind es Polizisten, die konfiszierte Drogen weiterverkaufen. Die Korruption ist bekannt. Regelmäßig stehen nicht nur Gangster, sondern auch Polizisten wegen Drogen- oder Waffenhandel vor Gericht. Auch das ist historisch verwurzelt. Die Polizei hat bereits unter der Apartheid-Regierung die Gangs in den Cape Flats bewaffnet und sie ermutigt, aktiv zu sein, sodass die Aktivisten sich nicht voll auf den Kampf gegen die Apartheid konzentrieren konnten. Die Polizei hat die Präsenz von Gangs schon immer gefördert. Solange es sich lohnt, kriminell zu sein, haben wir ein Problem. Diese Sicht wird vom Gangführer in Lavender Hill geteilt. Da es häufig Polizisten seien, die illegal Waffen verkaufen, seien sie für den Krieg in den Cape Flats verantwortlich. Alles hat mit der Regierung angefangen. Sie sind jene, die uns kontrollieren, denn sie spielen mit uns. Wenn wir keine Waffen haben, dann erschießen wir uns nicht gegenseitig. Wie kann ich mich weigern, Waffen zu kaufen? Ich muss mein Leben und das meiner Freunde schützen. Würde ich mich weigern, würden die anderen Gangs alle Waffen kaufen und uns alle erschießen. Wir wollen keine Waffen haben. Doch sind wir dazu gezwungen, um uns zu beschützen. Ganz anders ist die Atmosphäre im Township Langa. Nur wenige Kilometer von Lavender Hill entfernt. Die Bevölkerung ist mehrheitlich schwarz.
Gangs gibt es auch, aber sie terrorisieren nicht das ganze Township. Gewisse Teile in Langa konnten sich als Touristendestination etablieren. Der Engländer Tony Elvin hat Langa vor 10 Jahren zu seiner Heimat gemacht, weil er hier Potenzial sieht und sich sicher fühlt. Er lebt in einem barackenähnlichen Haus mit seinen Tieren. In London wohnte ich in Notting Hill. Die meisten hatten einen Mercedes oder einen Porsche. Es galt als der coolste Ort in London, aber ich war nicht glücklich. Nun, da ich in Langa lebe, mache ich, was ich schon immer tun wollte. Ich verändere etwas zum Besseren, in beruflicher Hinsicht, und ich lebe erstmals in meinem Leben in einer schwarzen Gemeinschaft. Es ist also auch persönlich. Ich fühle mich mit diesem Ort wirklich verbunden. Tony Elvin hat sich gut eingerichtet im Township. Er ist bestens vernetzt. In England hat er zusammen mit Starkoch Jamie Oliver Restaurants für die Ausbildung von talentierten Arbeitslosen aufgebaut und sich einen Namen damit gemacht. Diese Idee hat er nach Langa mitgebracht und die sogenannte Langa-Quartier-Initiative gegründet. Das Projekt soll auf sozialer und auch auf ökologischer Ebene die Situation der jungen Generation verbessern und gleichzeitig Profit abwerfen. Wir sind mit sozialen Herausforderungen konfrontiert. Mit Arbeitslosigkeit, Ausschluss aus der Gemeinschaft, sei es wegen Drogen oder Kriminalität. Wir fördern Menschen nachhaltig durch nachhaltige Geschäftsmodelle in einem ökologischen, sauberen und sicheren Umfeld. Das ist unser Ziel. Das Zentrum der Langa-Quartier-Initiative, eine ehemalige Primarschule, die von der Kirche zur Verfügung gestellt wird. Tony Elvin initiiert von hier aus verschiedene Projekte. Vor der Covid-19-Pandemie wurde hier für Touristen gekocht. Seit deren Ausbleiben bereitet das Kernteam täglich ein Mahl für bedürftige Männer zu. Die Mitglieder in Elvins Team können selbst entscheiden, für welche Tätigkeit sie die Initiative übernehmen wollen. Hier zum Beispiel für die Vermietung von Fahrrädern an Kinder. Dabei lernen sie, was es für ein erfolgreiches Geschäftsmodell braucht. Das Langa-Quartier ist für alle offen und alle sind willkommen, solange sie Pünktlichkeit, Verantwortung und Teamgeist beweisen. Für die jungen Männer eröffnen sich hier ganz neue Perspektiven. Mein ganzes Leben hat sich hier verändert. Ich liebe es, mich persönlich weiterzuentwickeln und meine Karriere aufzubauen, was generell schwierig ist. Hier geht es nicht primär darum, Geld zu machen. Es geht mehr darum, sich selbst aufzubauen und neue Möglichkeiten zu entdecken. Ja, hier erhält man neue Chancen. Asheko Myojeli stammt aus dem Ostkap und hat wie viele sein Glück in Kapstadt gesucht. In Langa traf er Tony Elvin und der zeigte ihm diese Kaffeemaschine. Myojeli verliebte sich in die Kunst des Kaffeemachens und bildete sich selbst weiter aus. Heute ist er offizieller Barista und sein Cappuccino ist weit über das Township hinaus berühmt. Mein Traum ist es, dass in jedem Haus jeden Morgen mein Kaffee getrunken wird. Einen Kaffee, bei dem man weiß, dass es richtiger Kaffee ist, dass es mein Kaffee ist und eine lokale Sorte. Und irgendwann will ich mein eigenes Geschäft in Langa besitzen. Träume mit Disziplin und Ausdauer verwirklichen. Genau dabei unterstützt Tony Elvin seine Crew. In seinen Augen ist es wichtig, den Menschen das zurückzugeben, was die Apartheid-Regierung systematisch zerstörte. Und was auch die Regierungen danach nicht wirklich wieder gefördert haben. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.
Wenn man in einer Umgebung aufwächst, wo man nie Zugang zu Möglichkeiten erhalten hat, wo einem gesagt wurde, dass man dumm ist und wo die Regierung nach eigenem Gutdünken mit dem Lebensnotwendigen hilft, dann beginnt man das selbst zu glauben. Dann ist man davon überzeugt, dass man um alles bitten muss. Menschen mit einer guten Ausbildung sind Ausnahmen. Die Mehrheit wartet ab. Das macht einem zum ewigen Opfer. Natürlich müssen wir das Trauma der Vergangenheit ernst nehmen, aber man kann damit nicht ewig das eigene Nichtstun entschuldigen. Im farbigen Township Lavender Hill verharrt ein Großteil der Bevölkerung bis heute in der Position des ewigen Verlierers, was zum Teil auch stimmt. Während der Apartheid waren sie zu wenig weiß. Heute sind sie zu wenig schwarz. Und bei Arbeitsstellen werden häufig Schwarze bevorzugt. Pastor Stanford Hill lässt sich durch die allgegenwärtige Perspektivenlosigkeit nicht entmutigen. Im Gegenteil. Sie feuert ihn erst richtig an. Habt ihr die Kinder auf der Wiese gesehen? Unsere nächste Generation, die herumrennt. Was mich motiviert, immer wieder hierher zurückzukehren und mit den Jungen zu arbeiten, ist zu verhindern, dass sie als Gangster enden. Wir dürfen nicht vergessen, dass immer wieder Kinder in Gangs rekrutiert werden, dass neue Gangs entstehen. Das Problem ist, dass wir zu wenige Alternativen haben. Ich kann sehr wohl jemanden aus einer Gang herauslösen, doch was tun, wenn ich keine Arbeitsstelle für ihn finde? Ich kann keine gute Ausbildung organisieren. Uns sind die Alternativen ausgegangen. In Lavender Hill gibt es nur eine Siedlung, in der keine Drogen verkauft werden. Hier hat ein Frauenkomitee das Sagen. Mariela Kellermann ist eines der Mitglieder und langjährige Freundin von Stanford Hill. Er besucht sie regelmäßig und sie kocht für ihn ein malaysisch inspiriertes Curry. Die Gastfreundschaft in der farbigen Gemeinschaft ist legendär. Doch leider ist das über die Townships hinaus nicht bekannt, weil sich niemand hierher wagt. Für Stanford Hill sind diese Besuche willkommene Abwechslung von einem mehrheitlich traurigen Alltag. Er liebt das Curry, das eine komplexe und reiche Kultur widerspiegelt. Eine Kultur, die während der Apartheid systematisch unterjocht wurde. Mariela Kellermann gehörte zu jenen, die nach dem Ende der Apartheid und der Freilassung von Nelson Mandela überzeugt waren, dass auf sie ein besseres Leben wartet. Wir alle hofften, dass wir ein Leben führen können, das wir uns wünschen. Doch nach Mandelas Tod ging es nur noch um Geld. Die Korruption explodierte und die Unterwelt. All das macht uns Sorgen und wir fragen uns, was mit unseren Kindern eines Tages geschehen wird. Die Pensionärin ist überzeugt, dass Frauen, die zusammenhalten, gegen die Gangs bestehen können. Es liege an den Eltern, ihre Kinder von den Gangs fernzuhalten. Für mich geht es darum, wie man die Kinder aufzieht. Viele sagen, dass man nichts dagegen machen kann, dass sie sich einer Gang anschließen. Doch ich persönlich glaube, es hängt davon ab, wie man mit ihnen spricht. Willst du wirklich dieses Leben? Es gibt keine Zukunft in Lavender Hill. Es gibt nichts. Absolut nichts. Frauen wie Mariela Kellermann sind in der Minderheit, wenn es um die Erziehung der Kinder geht. Zudem wachsen die Kinder in einer Kultur auf, in der Gangs scheinbar schon immer dazugehörten. Die meisten Einwohner haben gelernt, mit Gangstertum, Terror und Toten am helllichten Tag zu leben. Wenn ich mir die Gangführer und die Gangs anschaue, dann reicht das über Generationen zurück, wo schon der Großvater ein Gangster war. Allein die Geschichte von Lavender Hill, sie ist 45 Jahre alt. Ich verstecke mich nicht dahinter, aber das sind die Fakten. Solange wir uns nicht damit auseinandersetzen, wird es immer wieder neue Konflikte auslösen. Aus dieser historisch verankerten Spirale der Gewalt auszubrechen,
Diese Chance erhalten junge Männer im Township Langa durch Tony Elvins Initiative. Sie wissen, dass sich nur etwas verändert, wenn sie selbst etwas dafür tun. Auch wenn es hart ist. Ohne Tourismus verdient zurzeit niemand etwas. Und dennoch tauchen die Freiwilligen jeden Tag auf. Das Mittagessen verteilen sie per Fahrrad. Der Kurierdienst, den sie während des Covid-19-Lockdowns aufgebaut haben, wurde in allen Zeitungen lobend erwähnt. Sie sind im ganzen Township bekannt und werden als Helden gefeiert. Denn noch nie zuvor haben sich junge Männer um das Schicksal von älteren, mittellosen Männern gekümmert. Bei der Verteilung befolgen sie ein striktes Hygieneprotokoll und demonstrieren, dass sie fähig sind, einen kommerziell orientierten Kurierdienst zu leiten. Dass das Team vorwiegend aus jungen Männern besteht, ist kein Zufall, sondern Absicht. Denn um sie kümmert sich in der Regel niemand. Viele Männer hängen tatenlos herum. Die Erwachsenen setzen sich nicht mit dem Trauma der Vergangenheit auseinander und vererben es weiter an die junge Generation. Diese befindet sich zu unterst in der gesellschaftlichen Hackordnung. Sie werden von allen attackiert, von ihren Kollegen, von der Polizei, und sie drehen sich im Kreis, ohne etwas zu erreichen. Sie sind die Sündenböcke für alles, haben keine Alternativen. Dann waren einige schon im Gefängnis, und dazu kommt dieses neue Südafrika ohne Perspektiven. So, ja, sie sind wandernde Zeitbomben. Die Langa-Quartier-Initiative ist für viele motivierend. Man schafft gemeinsam etwas Neues und teilt das Wenige, das man hat. Seit dem Ausbruch von Corona leben alle von der Hand in den Mund. Doch Tony Elvin ist ein Meister im Finden neuer Ideen und Gönnern. Dank einer Spende essen die meisten der Männer seit Monaten zum ersten Mal wieder Fleisch. Er vernetzt, was er sieht. Die 18 über die Nachbarschaft verteilten Zimmer, die einzeln als Übernachtungsmöglichkeiten angeboten wurden, ließ er bei Airbnb als Langa Hotel registrieren. Sein Ziel ist nicht Township-Tourismus, sondern Touristen im Township. Dass diese momentan ausbleiben, beflügelt ihn umso mehr. Es ist das Potenzial des Landes, das mich inspiriert. Sehe ich Chaos, will ich Ordnung machen. Und ich suche gerne Lösungen für Probleme. Ja, dieses Land hat enormes Potenzial. Und für mich ist es hier aus einer unternehmerischen Sicht extrem interessant. Es ist der Ort, wo ich sein will. Neue Ansätze wie die Langa-Quartier-Initiative bewirken keine Wunder über Nacht. Aber es gelingt Tony Elvin, die Sicht der Menschen zu verändern. Er hat die junge Generation überzeugen können, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, weil er reale Alternativen schafft. Gegenüber in Lavender Hill verhindert allein die ständige Gefahr, dass sich jemand mit einer innovativen Idee hierher wagt. Dass Pastor Stanford Hill ohne Schulbildung und ohne Lohn hier immer noch für Frieden kämpft, grenzt an ein Wunder. Für einen Weg aus der Kriminalität braucht es nicht nur wirtschaftliche Gerechtigkeit. Es braucht ebenso eine vereinte Gesellschaft, eine Regenbogennation, von der Nelson Mandela einst träumte. Die Regenbogennation ist möglich. Wir müssen dafür kämpfen und sagen, dass dieser Traum nicht gestorben ist. Es ist möglich. Es gibt immer noch Orte, wo verschiedene Ethnien zusammenleben und wir können zusammenleben. Distrikt 6 hat das bewiesen und das ist unser Ziel. Wir können nicht eine Nation bauen mit voneinander getrennten Gruppen, die auf ihre spezielle Identität pochen. Ich bin zuversichtlich, dass der Traum von einem besseren Südafrika für alle Südafrikaner noch nicht gestorben ist.